Nein, wir sind doch alle kleine Sünder. Es ist ein Hundskerl. Der weiß, wie man Geschäfte macht. Er hört auf. Das hat er mir fest versprochen. Hauptsache, Rot-Weiß gewinnt. Mei, hätte er doch einfach seine Steuern zahlt. Okay, alles im Essen, Spürer. Einem Ehrenmann wie Udo, dem tut das selbst am meisten leid. Das Urteil ist gefallen. Steuerhinterziehung, 3,5 Jahre Haft, ohne Bewährung und ohne extra Behandlung. Die Udo-Honig-Story. Am 8. September um 20:15 Uhr in Sat.1.